Ich gebe einen Ostjahr. Ich dachte, dieser Club hätte einen gewissen Standard. Heutzutage lassen sie wohl jeden rein. Ich danke Ihnen für den Gefallen, den Sie mir getan haben. Sie werden sich an das trockene Loch erinnern, das Sie Ewing 6 genannt haben. Die Förderung ist aufgenommen und es pumpt sich das Herz aus dem Leibe. Wenn das so ist, dann gratuliere ich Barnes. Haben Sie endlich was richtig gemacht. Und nun entschuldigen Sie mich, ich habe Besseres zu tun, als hier rumzusitzen und mit Ihnen zu reden. J.R. So, Ellen? Sieh an, sieh an. Hallo, Cliff. Ich hole nur meinen Jungen ab. J.R., du kommst ein bisschen zu früh. Naja, die paar Tage sind kurz genug, wenn man seinen Sohn nur am Wochenende hat. Du kennst ja das Sprichwort von der Morgenstund. Ich brauche einen Augenblick, um John Ross zu holen. Oh, das geht schon in Ordnung, Schatz. Ich unterhalte mich etwas mit Cliff. Sie verbringen sehr viel Zeit hier, hm? Nein. Das liegt wohl daran, dass Sie vollauf damit beschäftigt sind, mein Öl aus Ewing 6 zu holen. Das Feld heißt jetzt Barnes Wentworth 1. Oh, ich vermute, dass das ein ganz schönes Verkehrschaos gibt bei all den Leuten, die aufs Land rausfahren, um ihr Schild zu sehen. Na schön, lachen Sie ruhig weiter, G.A., aber diese tote Ölquelle bringt mir einen ganz schönen Gewinn. Ein Beweis dafür, dass selbst Sie ein gutes Geschäft nicht vermasseln können. Tun Sie doch bloß nicht so, als hätten Sie gewusst, dass da noch so viel Öl ist. Hören Sie, Barnes. Ewing 6 haben Sie nur bekommen, weil ich wusste, welches Vergnügen es mir bereiten wird, es Ihnen eines schönen Tages wieder abzunehmen. J.R., Mr. Barnes ist draußen. Gut. Schicken Sie ihn rein. Mr. Barnes, kommen Sie bitte. Danke. Barnes, wann werden Sie endlich diese widerliche Angewohnheit ablegen, in mein Büro hereinzuplatzen, wann immer es Ihnen gefällt? Ich dachte, Sie würden die gute Neuigkeit lieber von mir hören als von anderen. Die einzige Neuigkeit, die ich von Ihnen hören will, ist, dass Sie endlich aus meinem Leben verschwinden. Nun, dann müssen Sie sich an den Gedanken gewöhnen, dass ich noch eine Weile hier sein werde, da wir praktisch Nachbarn geworden sind. Wenn Sie mir etwas sagen wollen, dann sagen Sie es gleich, ja? Ja, was ich Ihnen sagen wollte, ist, dass ich in Lubbock das Land neben Ihrem Grundstück gekauft habe. Na, völlig unmöglich. Ich habe eine Option auf dieses Land. Ja, aber ich war zuerst da. Und nächste Woche werden die ersten Bohrungen stattfinden. Die einzigen, die davon wussten, waren Weststar und das Kartell. Marilee. Sie hat mich reingelegt. Sie wusste es auch. Oder war es Jordan? Nein, Sie haben recht. Es war Marilee. Sie und ich sind jetzt Partner. Ich will Ihnen mal was sagen. Ich will Ihnen sagen, wo Ihr Problem liegt. Sie können einfach nicht mit Frauen umgehen. Wieso hat sie sich an Sie gewandt? Sie wusste, dass ich genauso viel Freude empfinden werde, Sie zu schlagen, wie Sie selbst auch. Und das nach allem, was ich für Sie getan habe. Den Selbstmord Ihres Mannes eingeschlossen? Er war ein Versager, das wissen Sie genau. Haben Sie ihr versprochen, Sie zu heiraten? Raus hier, Barnes, bevor ich Sie rauswerfen lasse. Ich kann Ihr Gesicht nicht mehr sehen. Oh, hören Sie, ich muss Ihnen da noch etwas verraten. Jetzt, wo mir das Wellington-Land gehört, kann ich zu Ellen jeden Traum erfüllen. Es gibt nichts mehr, womit Sie uns auseinanderbringen können. Teufel auch, vielleicht lade ich Sie auch zu unserer Hochzeit ein. Raus! Oh, Barnes, du wirst wirklich von Tag zu Tag dümmer. Barnes? Das wäre alles, Murray. Ja, Sir. Ich habe ein Geschenk für Sie. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Was ist das? Wenn ich Ihre Vergangenheit bedenke, kann ich verstehen, dass Sie Öl nicht mal erkennen, wenn man es Ihnen unter die Nase hält. Ich sehe, dass das Öl ist, aber was zum Teufel soll ich damit? Die Antwort wird Sie alarmieren. In diesem Gefäß ist mehr Rohöl drin, als Sie jemals durch Ihre Bohrung aus dem Wellington-Land rausholen werden. Ja, ich will Ihnen was sagen. Sie sind der schlechteste Verlierer, den es gibt. Ich weiß, wie scharf Sie auf das Land waren. Sie können nie aufgeben, was? Wenn ich das Land gekauft hätte, hätte ich es mit eigenem Geld bezahlt. Ich hätte nicht meine Firma bestehlen müssen. Was wollen Sie damit sagen? Sie sind in die Falle gegangen, Barnes, die ich Ihnen gestellt habe. Ich sagte Ihnen, wenn Sie so Ellen weiterhin sehen würden, würde ich Sie vernichten. Und das ist geschehen. Sie wissen es nur noch nicht.
Sie verlassen sofort mein Büro. Ich habe das Gefühl, dass, wenn ich in einer Woche wiederkomme, dies nicht mehr länger Ihr Büro sein wird. Oh, Sie können das Öl behalten. Kostenlos. Na, wie sieht's aus? Es wird Ihnen nicht gefallen, aber es war das Beste, was ich unter Zeitdruck rausholen konnte. Wie viel? 3 Millionen. 3 Millionen? Ach, das ist doch lächerlich. Das ist kein Geschäft. Der am Kauf Interessierte wollte Ihnen dennoch das Angebot machen. Ich sag's ihm. Sagen Sie ihm auch, er sei ein Dieb. Das ist ein interessantes Wort aus Ihrem Munde, Cliff. Das ist Ihr Käufer, Mr. Barnes. Keinen Dank, bitte. Nur keinen Dank. Wer sollte Ihre Schwierigkeiten verstehen, wenn nicht ich? Ich hätte es wissen müssen, dass Sie dahinter stecken. Ich bin der einzige wirklich interessierte Käufer in ganz Texas. Stimmt's, Ras? Das ist richtig, J.R. Nun, ich denke, ich lasse Sie jetzt allein, während Sie Ihre Verhandlung führen. Danke, auf Wiedersehen. Nun, Cliff, was sagen Sie dazu? Weil mir Ihre wundervolle Mutter so am Herzen liegt, werde ich mein Angebot sogar erhöhen. Ich meine, es gibt keinen Grund, dass die für ihre Fehler büßen soll. $4 Millionen, nehmen Sie sie oder nicht. Jedenfalls würde Ihnen das gestatten, die 4 Millionen, die Sie sich von Wentworth Tool & Die geborgt haben, zurückzuzahlen. Ja, ich weiß davon. Und ich weiß auch von den $500.000, die Sie aus eigener Tasche bezahlt haben. Und nun besitzen Sie keinen Penny mehr. Aber Sie kennen ja das Sprichwort. Armut formt den Charakter. Sparen Sie sich die Worte. Ja, das ist richtig, Cliff. Sie brauchen keine Worte, sondern Geld. Hier habe ich einen schönen Scheck über $4 Millionen und keinen Cent mehr. Er gehört Ihnen. Wenn Sie diese Urkunde unterzeichnen. Danke. Und nun? Wie fühlen Sie sich, Cliff? Noch vor wenigen Tagen besaßen Sie mein Ölfeld und wollten mir meine Frau wegnehmen. Sie haben vom Öl geträumt. Oh ja, vom großen Reichtum. Und das war's auch schon. Und jetzt wachsen Ihnen die Schulden über den Kopf und Ihr ganzer Besitz ist ein kleines, trockenes Bohrloch nördlich von Labok. Sie sind ganz erstaunlich erfolgreich. Als völliger Versager. Es ist nicht zu fassen. Es ist einfach nicht zu fassen.